Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Chaya, die wirtschaftliche Situation für viele Betriebe ist besorgniserregend in Deutschland. Für manche geht es an die Existenz. Wir haben steigende Energiekosten durch den russischen Angriffskrieg. Allein die Ersatzbeschaffung für russisches Gas in diesem Jahr kostet uns um die 60 Milliarden Euro, im nächsten Jahr 100 Milliarden. Volkswirtschaftlich sind das gigantische Verluste. Wir erleben die Unterbrechung der internationalen Lieferketten, auch durch Entscheidungen in China, die No-Covid-Politik dort. Die Zinswende der Zentralbanken belastet natürlich auch Unternehmen, zum Beispiel im Bausektor, in der Immobilienwirtschaft. Dort haben wir einen deutlichen Downturn jetzt auch zu erwarten. Und auch die in der Sache berechtigten höheren Lohnforderungen sind natürlich aufgrund von Inflation für viele Unternehmen erstmal eine Belastung. Diese Probleme betreffen aber zurzeit nicht uns singulär, sie betreffen alle europäischen Länder. Glashersteller in Frankreich, Stahlwerke in Spanien, Düngemittelfabriken in Polen, viele Branchen stehen vor großen Herausforderungen. Und daher brauchen wir auch europäische Lösungen. Der Unionsantrag nennt nicht mit einem Wort Europa. Und das zeigt, wie beschränkt Sie hier wieder agieren. Das war doch schon in der Vergangenheit das Problem. Wir brauchen eine europäisch abgestimmte, koordinierte Energiepolitik. Frankreich als Beispiel leidet zurzeit unter den extrem hohen Strompreisen, weil sich dieses Land völlig abhängig gemacht hat von der Atomkraft. Und deswegen mussten wir diesen Sommer, diesen Herbst aushelfen, um Frankreich zu stabilisieren. Deutschland hat sich in der Vergangenheit von Vorgängerregierungen abhängig gemacht in einer Art und Weise von russischem Gas, was uns heute in diese Bredouille, in diese schwierige Situation gebracht hat. Das heißt, undurchdachte Energiepolitik der Vergangenheit ist eine Folge des Desasters heute. Und wir müssen damit umgehen, und das gehört auch zur Ehrlichkeit. Hätten Sie uns nicht in die Abhängigkeit von solchen Autokraten geführt, würden wir heute anders dastehen. Nun ist es ja so, wenn Sie sagen, dass wir mit zu wenig Dynamik handeln würden, das ist wirklich eine Forderung, eine Feststellung, die lachhaft ist. Es gab kein Wirtschaftsministerium in den letzten Jahrzehnten, das so dynamisch auf eine Krise reagiert hat wie dieses Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck. Wir haben bei Regierungsübernahme leere Gasspeicher übernommen. Jetzt haben wir volle Gasspeicher in schwierigster Lage. Seitdem können wir übrigens auch Preise wieder drücken, weil wir in der Lage sind, dass wir nicht mehr zu jedem Preis einkaufen müssen. Wir müssen die Einkaufspolitik der Europäischen Union beim Thema Gas bündeln. Natürlich müssen wir auch den Unternehmen helfen. Deswegen steht jetzt ganz konkret in den Verhandlungen im Kabinett, im Parlament an, dass wir ein Energiekostendämpfungsprogramm für alle energieintensiven Betriebe auf den Weg bringen und insbesondere auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen stützen. Wir können aber auch die dysfunktionalen Energiemärkte, die wir vorfinden, nicht so im Bestand lassen. In einer solchen Krisensituation geht es auch darum, Zufallsgewinne abzuschöpfen. Deswegen setze ich sehr auf die Verhandlungen jetzt im EU-Ministerrat kommende Woche. Die werden alles andere als einfach. Denn man kann natürlich auch schon Ausweichbewegungen sehen auf den Märkten, die versuchen, sich vor solchen Zufallsgewinnabschöpfungen sozusagen zu verstecken. Aber es ist notwendig, dass die Tatsache, dass wir bei der Produktion von Strom ganz andere Renditen finden als bei dem Verkauf, dass wir da rangehen und sagen, das geben wir zurück an die Kunden, an die Unternehmen, damit wir den Strompreis runterkriegen. Größte Aufgabe der Politik ist jetzt, die Preise nach unten zu bringen. Das haben wir mit einer Ausweitung des Angebots bei LNG, beim Eingriff in den Strommarkt, bei dem Hochfahren der Kohlekraftwerke. All das bringen wir auf den Weg und haben entschlossen gehandelt in den letzten Wochen. Wir entlasten auch die energieintensiven Unternehmen bereits jetzt über 1,7 Milliarden Euro Energie- und Stromsteuer durch die Verlängerung des Spitzenausgleichs um ein Jahr. Die Anpassung der Insolvenzregelung ist in Planung. Unternehmen sollen nicht mehr ihr Fortbestehen über die nächsten 12, sondern nur noch 4 Monate nachweisen. Auch das ist jetzt krisenrelevant, dass wir das tun. Und ganz zum Schluss möchte ich aber auf das Relevanteste eingehen. Wir können jetzt abfedern, wir können helfen. Das tun wir mit der finanziellen Stärke unseres Staates. Und ich bin der Meinung, wir sollten eher mehr finanzielle Stärke nutzen als weniger in einer solchen Krisensituation. Aber es geht jetzt auch ganz darum,
das Thema Energieeffizienz, Zukunftsinvestitionen, heute im Handelsblatt ein gutes Editorial dazu. Es ist auch eine Chance in einer solchen Krise verborgen, dass wir uns jetzt wettbewerbsfähig aufstellen. Und deswegen ist der Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung, der auf 35 Milliarden erhöht worden ist, ein relevantes Instrument, nach vorne zu schauen. Wir müssen uns unabhängig machen von russischer Energie, aber wir müssen auch jetzt die Maßnahmen ergreifen, damit wir wettbewerbsfähig mit erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, neuen Geschäftsmodellen und eine bessere Zukunft schauen. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.